Nexus hat sich auch aus der SL abgemeldet nach dem ersten Spieltag. Herzlich willkommen zu der 39. Folge von den SG News. Die erste Spielwoche der SLE ist vorbei. Blizzard ist auf dem ersten Platz, Leon auf dem zweiten, Atlantic auf dem dritten, Surge auf dem vierten, Wurken auf dem fünften, Phoenix Reborn auf dem sechsten, Nike auf dem siebten, Exile auf dem achten, Proud auf dem neunten und Nexus auf dem zehnten Platz. Nexus hat sich auch aus der SL abgemeldet nach dem ersten Spieltag. Kommen wir nun zur SGCW Top 10. Blizzard ist vom fünften Platz auf den ersten Platz aufgestiegen, Wurken vom sechsten Platz auf den zweiten aufgestiegen, Phoenix Reborn vom ersten Platz auf den dritten Platz abgestiegen und Rain vom zehnten auf den vierten aufgestiegen. Leon ist vom achten Platz auf den fünften Platz aufgestiegen und Surge vom zweiten auf den sechsten abgestiegen. Skies ist vom dritten auf den siebten abgestiegen, Nexus vom 4. auf den 8. und Storms und Exiles sind neue in der Top 10 und belegen den 9. und 10. Platz. Dafür sind rausgeflogen Dark Knight und Atlantic. Und aus diesen Top 10 Clans haben die Währungsphase geöffnet, Learn, Vulcan, Phoenix Reborn und Existing Exile. Und das war's mit den SG News. Wenn es euch gefallen haben, abonniert gerne unseren Kanal und lasst ein Like da. Kritiken und Verbesserungsvorschläge sind erwünscht. Haut da rein, Jungs. Wir sehen uns. Ciao.